Marcel, wir sind hier bei den Ibanez-Gitarrentagen. Wie ist denn deine Geschichte mit Ibanez? Ja. Sagst du eigentlich Ibanez oder Ibanez? Ich sage Ibanez. Ja, ich nehme auch. Wohl. Ich auch immer. Also Ibanez. Ja, genau. Die Geschichte ist einfach nur total geil. Wir waren sehr, sehr jung als Band, als wir einfach mal angefragt hatten, ob ein Endorser Interesse hätte, uns zu unterstützen. Und wir haben selber nicht damit gerechnet, dass jemand wie Ibanez einfach Ja sagt. So, dann haben wir eine Mail geschrieben und dann hat mich jemand angerufen, damals der Stefan Killermann. Und das war so, ja, wir können ja mal drüber quatschen. Und mein Herz war so, es hat gerast, oh mein Gott. Und dann war es wirklich so, dass eines Tages kam sie mehr oder weniger mit einer Gitarre, mit so meiner ersten Prestige-Ibanez zu mir. Also das war bis dahin das teuerste Instrument, was ich je in der Hand gehalten habe. Also mein Gott, darf ich das anfassen? So, und es einfach, und seitdem ist das Farbe? Es war eine weiße RG-Prestige. Die hängt bei mir im Wohnzimmer, das erste Gitarre quasi. Und seitdem war das immer familiär. Das war einfach ein wahnsinnig gutes Verhältnis. Wir können über alles telefonieren. Die unterstützen einen mit allem, was sie haben. Ob es auf Tour ist, ob es im Studio ist. Und wenn man mal nur einen Song mit einer neuen Seite einspielen muss, dann stellen die einem das zur Verfügung für die Zeit. Und das ist einfach Wahnsinn. Und jetzt hier wieder ein Teil vom Festival zu sein, ist für mich eine Riesenehre. Ich meine, hier spielt Steve Vai nach uns, hier spielen ganz andere Größen vor uns. Und Marcel Neumann. Ja, und ich. Nee, und das ist einfach eine Riesenehre und auch so eine schöne Sache, sich einfach hier zu treffen wieder. Das bin ich sehr, sehr dankbar. Ja. Okay, nochmal der zweite Teil der Frage. Mhm. Was sind denn die Kriterien für dich, was eine Gitarre erfüllen muss, dass du dich damit wohlfühlst? Ja, ich muss sagen, das hat sich im Laufe der Zeit auch ein bisschen geändert. Also als ich jünger war, stand bei mir total blöderweise die Optik auch ganz weit oben. Ich weiß, das war so, ja Mensch, wir machen uns so viel Gedanken über das Outfit, über die Bühne, da muss die Farbe der Gitarre passen, total blöd. So. Aber mittlerweile ist das wirklich reines Spielgefühl. Das muss so umhängen und ich stehe zum Beispiel drauf, wenn eine Gitarre sehr viel Gewicht hat, wenn die sehr, dass jede Kopflastigkeit sofort ausgeschlossen ist und wenn man die umhängt und die einfach an Ort und Stelle bleibt. Eben gerade auch bei viel Bewegung auf der Bühne. Ich habe selber das Gefühl, ich habe mehr Ton, es vibriert mehr, ich merke das auch im Studio, der Ton steht länger durch massiveres Holz. Das finde ich sehr wichtig, dass er einfach schön liegt durch Gewicht und dann eben Stimmstabilität, Bundreinheit, das ist ganz, ganz wichtig bei mir. Also ich will die auspacken und derselbe Akkord eine Oktave höher muss halt, darf nicht schimmern, das finde ich ganz wichtig. Das macht ja auch den Profiklang irgendwie aus, dass jede Note schön klar und definiert ist. Ja, und im Prinzip halt eine schöne Bespielbarkeit. Ich hab recht große Finger, ich mag diese Jumbo Frets. da spiele ich einen sauberen Rhythmus einfach drauf. Und Tonabnehmer bin ich jemand, wo ich sehr wenig Anspruch habe, weil ich mag, wenn die Gitarre klingt, wie sie klingt, dann möchte ich sie so belassen. Ich schraube zum Beispiel nie aus einer Ibanez irgendwas raus, um meinen EMG-Tonabnehmer reinzumachen, weil für mich ist die dann immer tot. Das ist alles so auf Wand und voll und so. Und ich mag es auch, wenn man die Gitarre so ein bisschen runterdrehen kann und so ein bisschen Crunch bekommt und ein bisschen Charakter. Einfach so umschnallen und man muss den Charakter so spüren. Das ist für mich so mein... Ist immer so lieber auf dem ersten Blick Sache bei mir. Ja. Das heißt, deine aktuelle Gitarre ist nicht custom, sondern komplett, wie die Amerikaner sagen, Stock, also wie im Laden? Ganz genau. Okay. Ja. Ich war da einfach schon immer Fan von. Also natürlich beschäftige ich mich nerdmäßig auch jeden Tag damit und lese Zeitschriften und was gibt's Neues. Gitarre und Bass natürlich? Auf jeden Fall. Boah, da weiß ich noch, da war ich mal drin, da habe ich mich ganz gefreut. Und nee, genau, ich mag das einfach, die Gitarre, die hat ja einen Sinn, warum die so ist und deswegen liebe ich das, die so zu behalten und gerade auch bei, wenn ich mit Fans drüber spreche, dann mag ich das einfach, wenn die auch zum Beispiel meinen Ton gut finden, das ist für mich auch eine Ehre und dann ist es einfach eine coole Möglichkeit, das mit einfachen Sachen auch nachzustellen und das finde ich toll, das mag ich einfach total. Ja. Alles klar. Letzte Frage, was dürfen wir hier heute von euch erwarten oder von dir erwarten? Also eine Steve Vai Show? Nö. Ganz eine Marcel Neumann Show. Ja, richtig, genau. Nee, es wird auch sehr spontan, ehrlich gesagt. Wir machen das jetzt zusammen mit dem Daniel Hannes und dem David Friedrich von Eskimo Cowboy zusammen. Und das war schwierig, weil alle anderen, die hier spielen, die machen das schon immer und haben natürlich Sets und haben sagen, okay, wir spielen 45 Minuten, dann haben die ihren Laptop, ihren Klick und so. Und bei uns war das von null. Irgendwas aufbauen von null, was es vorher nicht gab. Und da haben wir überlegt, ja Mensch, an diesem Tag werden irgendwie 8 Millionen Töne gespielt, 8 Millionen perfekte Töne und jeder schnell und jeder auch schön und Akustik schön. Warum bringen wir nicht so ein bisschen Unterhaltung rein? Weil eine Gitarre ist ja nicht immer nur da, so eine Gitarre kann auch einfach mal eine Rockshow machen. So. Und wir machen eine kleine Reise durch die Zeit, es gibt ein Thrash-Metal-Medley, es gibt ein 90er-New-Metal-Medley, dann gibt es
Pop und Metal gemixt, ein paar Songs von uns. Und zum Schluss werden wir auch so Sachen wie Slipknot einfach mal covern und so ein bisschen vorstellen, was man machen kann. Und wir wollen das Publikum mit einbeziehen und auch mal auf einer Gitarre nur mit einer Seite spielen und so, was man alles im modernen Metal so machen kann, mit vielen Backing-Tracks. Und ja, aber es wird interessant, ob das alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und so wie du grinst, scheint es auch lustig werden zu können. Voll. Wir haben auch extra einen Ansager da, die Pausen einsprechen lassen und es wird wie so eine kleine Zeitreise. Und ja, wir sind alle hibbelig, ob es klappt, aber das wird. Okay. Danke dir. Ja.